Eines der ersten Babys aus der Nobelsamenbank ist Leandra Ram. Ihren biologischen Vater, im Katalog geführt als Claire, kennt sie nicht. Er sei Wissenschaftler, habe blaue Augen, blonde Haare und sei musikalisch. Woher ihr Talent und ihr IQ von 140 kommen, ahnt sie. Es gab mir auf jeden Fall gute Karten fürs Leben. Es war ein guter Samen, aus dem ich wachsen konnte. Wenn meine Eltern einfach irgendeinen Spender genommen hätten, dann hätten sie nicht gewusst, woran sie sind. Bei mir wussten sie wenigstens, dass es ein schlauer, gesunder Mensch war, der mir die bestmöglichen Gene mitgeben würde. Heute ist Leandra eine aufstrebende Opernsängerin. Vor 20 Jahren hatte Spiegel TV das Mädchen schon einmal besucht. Auch damals ist die musikalische Begabung des kleinen Wunderkindes nicht zu übersehen. Dem Katalogspender sei Dank. Geboren in den 50er Jahren, IQ nicht getestet, aber überdurchschnittlich, Hobbys, Sport und Kunst. Preis Samenbank. Es wurde ein Sohn. Sein Name ist Logan. Obwohl er schon 20 Jahre alt ist, holt ihn sein Vater jeden Tag vom Schulbus ab. Logan ist Autist. Für seine Mutter kein Anlass zu zweifeln. Ich glaube, er lächelt. Dr. Graham lächelt, wo auch immer er ist. Und er sagt ja, es war ein Erfolg. It was successful. Dr. Graham hat Logan sogar mal besucht. Alles werde gut, hatte er der Familie gesagt, die vor 20 Jahren eine Art Vorzeigefamilie für die Samenbank war. Selbstständig wird Logan aber nie leben können. Er kann kaum sprechen. Schwester Leandra hilft ihm bei seiner Sprachentwicklung. Erklärungsversuche einer Mutter, die alles richtig machen wollte. Es könnte damit zusammenhängen, wie das Gehirn sich entwickelt. Und sein Zustand ist das Anfangsstadium für eine Abweichung, eine Evolution. Was heute als nicht normal gilt, ist ein Schritt nach vorne in eine neue Normalität. Die Samenschmiede des Dr. Graham, ein Experiment mit unkalkulierbaren Folgen. Aber, und das ist das Wichtigste, auch mit vielen glücklichen